Fremdenviertel. Da möchte ich eigentlich gar nicht hin. Warte mal. Wo? Ach, falscher Knopf. Wo bin ich jetzt? Ich bin am Marktplatz. Ich möchte gerne zum Adelsviertel. Das heißt, ich muss quasi die Tür hier irgendwo... Wie konnte ich ihn laufen? Oh! Shit, ich habe den Knopf gedrückt, um eben hier hinzukommen. Bringt mir aber nichts. Wie konnte man denn nochmal laufen? Ich weiß ganz genau, man konnte sprinten. Aber wie war das mit Sprinten? Ich muss ja noch immer ein bisschen reinkommen ins Spiel. Es sind jetzt, naja, so knappe 15 Minuten vergangen. Oh. Ihr müsst ein Bett aufsuchen. Ich drücke immer die Tasten, die man nicht drücken sollte. Ich glaube, X war das. Adelsviertel. Mensch. Hat sich ja mein innerer Kompass gut verhalten. Und irgendwo muss eine rumlaufen, die wohl mal Novizin war. Ist auch schon ein bisschen her, seitdem wir den Auftrag entgegengenommen haben. Ich glaube, das war noch bei der vorherigen, also bei der vor, also, ne, du weißt schon, was ich meine. Bei der Aufnahme jedenfalls. Wachturm. Kann ich öffnen? Da brauche ich Experte für. Das ist auf jeden Fall die Brauerei oder die Schenke, wo ich dann rein muss. Einen Groschen, Misser. Bitte nur einen. Gerade nicht. Ich habe gerade nichts. Was ist das da? Zum fetten Leoren. Aber warum war der da unten? Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Im Adelsviertel sind die ganzen Armen. Natürlich. Wie logisch. Ich suche eine Frau. Ist das die da vielleicht? Guten Tag. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Okay. Ich hätte die vielleicht mal aussprechen lassen sollen. Aber da war ich jetzt gerade etwas zu schnell. Arc del Geis Anwesen. Jehais Haus. Ich habe gerade was gehört. Da ist ein Entchen. Sehe ich das gerade richtig? Die Ente watschelt noch nicht mal mit seinen Füßen. Mensch! Die hatten Düsen. Also, irgendwo hat sie einen Antrieb. Wahrscheinlich fährt sie mit Methan oder so, keine Ahnung. Gibt's ja auch bei Vögeln. So, ich glaube, ich gehe mal zum fetten Leoren. Wir gehen da mal rein. Ich möchte einfach mal reingucken und mich da umschauen. Guten Tag. Oh, da hätte ich beinahe den Tisch umgelaufen. Kann es sein, dass das hier vielleicht die ist, die wir suchen? Nee, die suchen wir nicht. Hier sitzen die ganzen Adeligen. Malfas zum Gruß. Krass. Heute Met im Angebot. Ein Fremdländer, was? Ihr habt euch einen seltsamen Zeitpunkt ausgesucht, um dieses Land zu bereisen. Oh, hier wird gerade irgendeine Suppe gekocht. Man sieht schon, dass der Kohl da förmlich drin ist. Also man sieht gleich den großen Unterschied von der anderen Kneipe, ne? Ah, hier ist wieder ein Würfelspiel. Wo habe ich das denn hingepackt? Und hier liegen ein paar. Der Schlechter von Arc, Buch 1, Folge dem Feuer. Ich sehe auch noch Band 2. Lese Mythen und Legenden. Arvel Helwin, der Wanderer. Ah, nein. Das Buch war tatsächlich auch noch... So ist das eben.
Ich will mal eben gerade hier oben gucken. Hier könnte man doch übernachten. Der kluge Junge und die Wegtreue. Ich glaube, ich werde hier übernachten. Weißt du, es ist spät und wir sollten vielleicht mal pennen gehen. Ist vielleicht mal eine sehr gute Idee. Ich hoffe, euch wird gerade nicht schlecht, weil ich mich so schnell bewege. Aber das geht gerade nicht anders. Jun doch. Ich suche eine Bleibe für die Nacht. Ist noch was frei? Klar gibt's ein Zimmer. Es ist kein arker Adelszimmer, aber warm und lausfrei. Naja, das klingt ja... Oh ja, 10 Groschen. Gut, wir lassen den Raum aufsperren. Und bitte, dreht keine krummen Dinger, in Ordnung? Wir achten hier den rechten Weg und wollen keinen Ärger. Okay. Sichere Straßen. Er hat mir gar nicht gesagt, wo. Wahrscheinlich muss ich ganz nach oben laufen. Ah ja. So ist das eben. Mal gucken. Da ist die Tür. Boah. Das ist kein Adelszimmer? Also mal bitte, wie sollen denn die anderen Zimmer aussehen? Experte? Eure Fähigkeiten reichen nicht aus. Also manchmal würde ich gerne mit dem Dietrich alle Türen aufschließen. Also mal ganz im Ernst. Wir gehen mal hier schlafen und legen uns hier mal für 8 Stunden Minimum hin. Gute Nacht. Guten Morgen, ich habe lange geschlafen. Oh, manchmal muss man auch mal ein bisschen länger schlafen. Ist jetzt die Tür gleich wieder zu? Nein. Jetzt sollten wir vielleicht mal probieren, in den Keller zu gehen. Aber da guckt einer. Aha. Geselle zum Aufmachen. Wir gehen da mal gucken. Warte. Wir speichern mal. Oh je, das muss ich sogar aufbrechen. Na, das war jetzt einfach. Das Fass muss ich austauschen. Wollt ihr das Metfass gegen ein Essigfass tauschen? Ja. Was? Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Das geht euch nichts an. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, tut mir leid. Na schön, aber weh ihr... Nein. Naja, ich gehe dann mal. Was? Das ist aber nicht nett von euch, gar nicht. Ihr werdet schon sehen. Der ist besoffen. Na gut, das war jetzt vielleicht der falsche Weg. Wir müssen ja hier nicht mit dem Angriff, ich könnte mir vorstellen, wenn ich den hochlaufen lasse. Ich weiß es nicht. Wir werden das jetzt erstmal probieren. Wir machen erstmal das hier auf. Wumm. Jetzt gucke ich mich erstmal da drinnen um. Wir machen die Tür wieder zu. Und wir machen jetzt einfach mal das Fass tauschen. Heute Met im Angebot. Das Fass ist jetzt wieder da. Was? Huh. Wer seid ihr?
Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Erwischt. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube... Nee, warte. Ich werde das anders machen. Ich werde mal gucken, ob ich den irgendwie überreden kann, dass er mir nichts... Dass ich ihm noch nicht mal Geld geben muss. Mal gucken. Weil ich möchte eigentlich wenige töten. Aber wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es wohl machen. Komm, wir machen das jetzt mal. Der biebt sich. Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Das geht euch nichts an. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Echt? Tut mir leid, aber ich bin pleite. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, tut mir leid. Tut mir leid, aber ich bin pleite. Schade für euch. Dann wird die Welt von eurem furchtbaren Vergehen erfahren. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Na, irgendwann ist dann aber auch mal wieder gut. Der ist ganz schön. Der ist ganz schön langsam. Jetzt ist er auf einmal wieder fit. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht noch anders... Ich werde jetzt nochmal den letzten Punkt versuchen. Falscher Ort, bla bla bla. Einfach nochmal probieren. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Es gibt ja eigentlich nur das, die Möglichkeit, dass wir ihn vernichten. Was? Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen... Hä? Da hat aber irgendwas nicht geklappt. Wo habe ich das denn hingepackt? Hä? Warum ist denn das jetzt verbuggt gerade? Warte, ich probiere es nochmal. Ich will das aber nicht 1500 Mal sehen. An einer Stelle, weißt du, 1000 Mal das Gleiche. Aber macht nichts. Weißt du, wir haben doch Zeit. Das dauert zwar dann 1000 Jahre mit Brändern, aber hey. Was? Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Das geht euch nichts an. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Was heißt denn, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, tut mir leid? Naja, schön, aber wehe, ihr versucht mich übers Ohr zu hauen. Schade für euch. Hä? Dann wird die Welt von eurem furchtbaren Vergehen erfahren. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Was habe ich denn für Waffen? Oh nein, es hängt. Bitte jetzt nicht abstürzen! Oh, boah, ich dachte jetzt schon. So, was haben wir denn? Kalte Nacht? Ja, wir haben nur das normale Eisenschwert, aber das ist ganz schön schlapp, ne? Das bringt 6 Schaden. Das bringt 11 Schaden. Ich sag mal so, ich glaube... Wir werden es einfach mal probieren, ihn zu vernichten. Geh weg! Na los, stopp! So, jetzt muss ich natürlich eine Leiche beseitigen. Heute mit im Angebot. Wenn du es nicht merkst, tief
Wo kann ich den denn hinpacken? Hier zwischen am besten, dann fällt's nicht auf. Wo habe ich das denn hingepackt? Weichen wir von unseren Pfaden ab, dann holt er uns in die ewige Dunkelheit. So. Das nehmen wir einfach mal mit. Und ich denke mal, wir könnten es geschafft haben. Wir werden einfach mal so tun, als ob nichts war. Moment. Darf ja nicht auffallen. Wir gehen einfach mal. Ich bin mal gespannt, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir noch die Mordkommission dann bekommen. Aber wir haben es geschafft. Zwar nicht so, wie ich mir erhofft habe, aber ich habe ihn jetzt ja versteckt. Der dürfte ja eigentlich nicht auffallen. Hoffe ich. Sie werden feststellen, dass jemand fehlt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber... In den Fesseln der Lust. Gelesen von dem Dichter. Ja? Aha. Einst stand ich. Der liest also. Der ist ein bisschen Poesie. Also, der hat ein bisschen Poesie. Es ist schön, dass es jetzt wieder hell ist. Jetzt muss ich wieder zu. Ah ja, jetzt. Jetzt kann ich ja beides erledigen. Ich gehe mal zum Arkavestor. Kann ich mich da hinbeamen? Ach nee, das ging ja hier nicht. Irgendwann muss man sich halt einfach damit abfinden. Ah, so konnte ich laufen. Ich hab's gefunden. Es war die Alt-Taste. Die alte Taste war's. Wir werden jetzt erstmal, dass Gnadalf tot ist. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Und dann werden wir den Geschäftsmann informieren, dass wir den Auftrag erfüllt haben und leider auch etwas Dreck machen mussten. Finde ich spannend, sowas. Ich versuche normalerweise immer alles so zu lösen, dass man das nicht unbedingt machen muss, aber ich wollte die 50 Goldstücken ernsthaft behalten. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir hätten uns das leisten können, aber ich bin ja... in der Hinsicht ein Geizkragen. Hm. Dann haben wir ihn halt gekillt. Wahrscheinlich wird noch die Mordkommission vor der Tür stehen. Ich sehe es schon kommen. Ob die den überhaupt finden werden, das ist ja mal eine andere Frage. Naja gut, irgendwann fängt dann das Muffeln an. Ich bin gespannt. Ob wir in den Knast kommen. Hallo. Hallo. Ich werde jetzt erstmal ihr berichten da draußen, dass Gnadalf tot ist. Das war ja auch schön. Wo war da diesen Hatten, der merkwürdige Geräusche von sich gegeben hat, die er allerdings nicht von sich gegeben hat? Den mochte ich aber irgendwie. Diesen alten Herrn, der da meditiert hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. So. Schreitet wohl. Guten Tag. Und? Irgendwelche Fortschritte? Ich habe mich um euer Problemchen gekümmert. Gnadalf ist tot. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Dieser Kyrana und dieser Shriam Ghash hat der Garde ganz schön Feuer unterm Hintern gemacht. Aber er hat ja auch recht. Schöne Zeiten sind das, wo Bestien ungestört vor den Stadtmauern rumschlendern können und die Garde währenddessen Moralas Würfel in der Taverne spielt. Ah ja. Naja, danke jedenfalls. Ich werde die nächsten Nächte schlafen wie ein Neugeborenes. Jetzt kommt mit. Was? Wie, jetzt kommt mit? Kriegen wir ein Tierchen? Wir kriegen ein Tier! Nicht dein Ernst. Bitteschön, das ist Wirbelsturm. Ich schenke ihn euch, wie vereinbart. Das habt ihr euch mehr als verdient. Stimmt. Passt gut auf ihn auf.
Oh Gott, jetzt bin ich gar nicht damit. Jetzt bin ich gar nicht vorbereitet für einen Namen. Wie nennt man denn. Das ist ja ein Esel, ne? Das wäre ein bisschen Winnie Pooh-Style, weißt du? Alles, was. Wie Hase heißt ja Rabbit, ne? Ferkel ist Ferkel und das ist Esel. Esel ist Esel oder Tiger ist Tiger. T-I-G-G-E-R. Nee, warte, wie nennen wir denn den Esel? Jürgen. Nein, Hannelore. Nein, Pascal. Was? Pascal als Esel? Nee, Muffel. Trantüte. Nee, auch nicht gut. Oder, ich hab jetzt einfach mal nichts gesagt. Gnadeif. Das erinnert mich immer an Gnadeif dann. Ja, das machen wir. Gnadeif. Nee, das möchte ich auch nicht machen. Nennen wir ihn. Esto. Esto? Esto klingt komisch. Esta, Estro, Estro. Eselta. Ich will irgendwas mit E haben, weil es ja ein Esel ist. Esto. Ich weiß nicht, was Esto ist wie Pesto. Aber ich nenne ihn mal Esto. Es ist ein blöder Name. Manfred. Ich bin total schlecht in Namen geben. Kretze. Nein, das war was anderes. Quaki. Daki. Nee. Das können Sie noch um Stunden handeln. Bra, aquatatabra, Kai, der Esel. Schmutzelchen. Ich hab's total falsch geschrieben, aber ich habe solche merkwürdigen Namen im Kopf gerade. Oh, Taschentuch. Nein, ich will keinen blöden Namen nehmen. Es muss was Besonderes sein. Wenn das jetzt noch länger dauert, dann mache ich einen Cut und dann habe ich einen Namen, wenn ich das nächste Mal wieder starte. Warte, wir machen es mal ganz einfach. Okay, Google. Man sollte auch irgendwie Handyempfang haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier keinen Empfang habe. Hallo, Telefon? Weißt du, wir fragen einfach mal Google nach seiner Meinung. Weil Google hat auch eine Meinung. GIDF, Google ist dein Freund. Die Qualität wird gerade von der Internetverbindung. So, okay, Google. Eselnamen. Tiernamen. Mal gucken. Flo, Giovanni, Gonzo, Gray, Pummel, Würmchen. Das ist doch kein Eselname. Hallo, bist du doof? Hast du keinen Tiernamen, Fragezeichen? Eselnamen. Fuchsi. Nee, Fauri. Fauri passt gut zu einer Katze. I.A. Orlando Blue. Das wäre auch was. Stoffel. Stoffel-LP gibt's tatsächlich. Schnuffel. Schnuffel erinnert mich immer an... Ich bin ein kleiner süßer Schnuffel. Bin ein kleiner süßer Stern. Hab dich zum Kuscheln gern. Oh Gott. Jetzt wird es wahrscheinlich hier irgendwie von der GEMA geschützt. Wir machen daraus einfach, Torti. Ich nenne ihn Torti. Pferdeflöte. Das ist ein Esel. Kann ich ihm eigentlich auch noch... Torti reiten. Ich habe das jetzt einfach genommen, weil Torti
ist ein super Schlumpf, der immer schön kocht, ne? Ich weiß auch nicht, wieso ich auf Torti gerade komme, aber ich finde, das passt zu ihm. Sieht so knuffig aus und ist genauso treu, denke ich mal. Von daher nennen wir ihn Torti. Kann bestimmt auch gut kochen. Ich meine, da könnte auch Gold rausfallen oder so. Hans im Glück. Aber wir gehen erstmal wieder rein. Hallo? Ich könnte mir vorstellen, die Pferdeflöte ist dafür da, dass ich den Esel rufen kann. Das ist natürlich gut. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder rein. Wir haben jetzt den Auftrag erledigt und wir haben jetzt einen Esel. Das ist schön. Dann können wir uns endlich mal schneller bewegen durch die Landschaft und könnten auch mal Handel richtig treiben. Vielleicht gibt es ja noch so ein paar Erweiterungen für diesen Esel, dass man da zum Beispiel irgendwelche Lagermöglichkeiten hat. Und ich möchte mal gerade was anmerken. Mir fällt auf, dass das Spiel noch nicht abgestürzt ist. Und wir sind schon 1500 Mal irgendwo rein und rausgegangen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Problem behoben ist. Achso, ich will mal richtig speichern gerade. So, Juntach. Ich habe das Fass ausgetauscht. Ausgezeichnet. Ich bin mal gespannt, was der Wirt des Leoren nach diesem Abend über den Flussheimer Honigwein denkt. Hier ist eure Belohnung. 40 Groschen auf die Hand und einen Beteiligungsschein für die Bank. Das sollte euch motivieren, auch langfristig Stillschweigen über unsere Zusammenarbeit zu bewahren. Mensch! Rhetorisch, seid kein Geizhals. Ihr habt, was ihr wollt. Was sind da ein paar Groschen mehr? Komm. Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Tut mir leid, aber das ist mein letztes Wort. Schade, die Rhetorik war zu gering. Na schön. Sprecht mit Samael Silrin bei Silrin und Freunde. Er wird den Schein für euch einlösen. Okay. Nun schreitet wohl, ich habe zu tun. Danke. Ich habe ja irgendwie eine Idee. Das klingt vielleicht jetzt erstmal so ganz blöd, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das aber vielleicht ganz cool. Wie wär's, wenn wir eine Bank ausrauben? Was? Ich hab nichts gesagt.